Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Makedonien in Rome Total War 2. Ja. Alexandria Arachosia. Allein wegen dem Namen mussten wir eigentlich Pergamon irgendwann angreifen. Oh, warte. Der bekommt noch hier mehr Damage, oder? Zwei Attribute ist auch gut, aber mehr Damage. Krieg erklären. Vertrauenswürdig. Also Krieg. Ares wird lachen. So. An sich könnten wir das jetzt automatisch machen. Aber da der General schon fast, also der wird, glaube ich, keine Schlacht mehr sehen und der ist richtig gut. Ja, aus dem Grund habe ich mir gedacht, spielen wir die Belagerung. Ich muss halt versuchen, ein Tor einzunehmen, damit ich die Kavallerie einsetzen kann und die Elefanten. Aber dann, ja. Und vor allem die Pikeniere. Also ich habe ja jetzt vier Leitern, glaube ich. Ich versuche einen Regentag zu bekommen. Bekomme ich nicht. Ist ja ein heißes, trockenes Gebiet hier. So, ich wollte Regen erwischen wegen meinen Elefanten. So. Weil ganz ehrlich, die Stadt ist schon echt cool. Also hier werde ich auf jeden Fall nicht angreifen, weil das wäre ziemlich doof. Weil hier gibt es ja nichts. Und dann müsste ich ja nochmal über die beiden Brücken, die bestimmt auch geschützt werden. Ich glaube, ich gehe hier lang. Also hier. Hier gibt es da ja wahrscheinlich zwei Katapulte. Ah, das ist mir gerade wurscht. Alter, wie alles flimmert, ne? Es muss so heiß sein. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr tragt darunter Rüstung. Das muss so ätzend heiß sein. So unglaublich ätzend heiß. So, die stelle ich hier hin. Kavallerie schaut hier zu. So, hier schaut mal. Also, das ist, ja. Wenn die Generäle so hoch gelevelt sind, haben sie also so geile einmalige Skills. Die kann man nur einmal pro Schlacht machen. Rüstungsdurchdringender Schaden ist halt richtig geil. Und Präsenz ist Nachladerate. Das brauchen wir jetzt hier nicht, weil wir haben nur die normalen Bogenschützen. Die Elite-Bogenschützen zum Beispiel haben Nachladegeschwindigkeit oder hier zum Beispiel das Trampeln, das könnte ich durch die Präsenz eben verringern und so weiter. Also ist schon richtig, richtig cool. So, okay, er hat die Katapulte und so weiter nicht gemacht. Nicht aufgestellt. Super. Eure Befehle? Im Dienste des Volkes! General! So. Ah, das ist nur der Mobs. Wir können eigentlich brennende Schüsse machen.
weil so trifft wenigstens der Effekt und sieht geil aus. Also an den Zinne, ihr seht ja, wie viele Pfeile rüberkommen und abprallen. Aber mit dem brennenden Schuss ist es so, dass die wenigstens Angst schüren und so weiter. Also wenigstens der Effekt ist da. Die wollen schon fast fliehen. Alter, wie geil das aussieht. Okay. Ja, der wankt schon, obwohl der fast noch komplett dabei ist. Okay, jetzt muss ich aufhören. Und zwar jetzt. Weil jetzt kommen meine Leute. Jetzt hole ich halt wieder zum normalen Schuss aus. Und ich stell die mal hier auf. Vielleicht können sie so über die Mauer schießen. Das wäre natürlich super. Okay, das ist schon mal gut. Die gehen da vorbei. So. Ah, warte. Ich kann ja hier jetzt meinen Stolz machen. Ah. Ich habe nicht durch. Also normalerweise. Also. Ja, in der Nähe. Ich dachte, ich stärke jetzt die, aber das ist wirklich ist nicht der Fall. Gut, also man muss da näher dran sein. Ah, verblöd. Na gut. Und die können da jetzt auch nicht schießen. So, jetzt gehen die da runter, holen sich das Tor und dann holen wir uns die Stadt. So, die bemannen jetzt auch mal die Mauern. So, sehr schön, sehr schön. Der ist noch im Kampf? Nee, okay. So.
wie sie halt sofort wissen, dass ich jetzt zu ihnen gehöre. So, jetzt marsche ich mal hier los. Ja, ne? Das Biss in deinen Reiterei. Schwere Kavallerie bereit und willig. In deinen Reiterei. Ja, Kommandant. General! So, Elefant schnell raus, weil wegen Brandfall. So. Gut, wo sind denn die anderen? Da ist er. Ganz da vorne. Und der andere ist noch da. Sandwichen und dann rennen die auch gleich weg. Was ist das für eine Pikiniere? Ja, komm, Pikiniere! Oh. Dann werde ich mal die beiden nach da schicken, den nach da und den nach da. Und zwar schnell. Ich könnte ihn auch mit denen einfach zudecken, aber das will ich nicht. Habe ich euch nicht hier reingeschickt? Also ich meine, es wäre so gewesen, ne? Geht mal weg da. So, Elefanten kommen mal auch her. Wir können mal ein bisschen auf die schießen. So, ich will ja nicht hier rumgehen wegen dem Turm. Zu euren Diensten, vielen Dank. So, dann werde ich mal sandwichen.
Gut, das war das. Bisschen länger gebraucht, wie ich dachte, aber wir haben halt nur 111 verloren. Aber ja, er hatte keine gute Garnison. Er hat sich auch blöd aufgestellt und angestellt. Aber naja, er war ja nicht davon, also er wusste ja nicht, dass wir angreifen. Oha. Ja, er hat schon sehr weit geforscht. Gut, du eroberst das da. Rang 2. Das mache ich alles danach, die ganzen Ränge. So, du kannst Phasis angreifen. Und da ist eine Fullstack-Armee drin. Das heißt, wir werden das auch spielen. Natürlich werden wir das spielen. Vor allen Dingen, da ist eine Flotte plus eine... Nee. Keine Flotte. Also, die Armee von ihm ist auf dem Wasser. Das Problem von mir ist, dass ich nicht sehe, wo sie sind. Warte, aber ich stelle die Balliste hier hin. So. Dann kann ich eigentlich fast alles beschießen. Auf jeden Fall brennendes Geschoss oder explosiv? Mach ich mal explosiv. So, die ganze Kavallerie stellt sich mal hier auf. Du bist auch so ein krasser General. Schneller Angriff. Das ist halt richtig geil. Zieh auf verbündete Einheiten, um ihre Geschwindigkeit zu verbessern und für längere Zeit anzugreifen. Kann nur einmal pro Gefecht. Genau. Erste Phase Geschwindigkeit, zweite Phase Geschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsbonus. Das ist halt richtig gut. Dann, also vor allen Dingen für Kavallerieangriffe. Dann Kraftkonzentration ist halt einfach nur der Angriff. Gut. So, ihr stellt euch da auf. Die stellen sich dahinter auf. Die stellen sich hier auf und zwei Einheiten verteidigen die Ding. So, ich werde hier hin, mich hinstellen, dann dahin. Und die stellen sich hier hin. Das ist halt jetzt die Frage. Also die Kavallerie wird sich, glaube ich, ein bisschen um die kümmern. Zusammen mit denen. Ich glaube hier, ich ziehe noch mal eine Hopliten-Einheit da ab. Auf jeden Fall die Fernkampfeinheiten angreifen. Aber bitte langsam, also in der Phalanx bitte bleiben. Sieht halt auch schon geil aus. Ja, zerstörte Brunnen, ihr seid die Besten. So. Das sind Pikiniere, genau.
kann hier angreifen. Die müssen ein bisschen aushalten. Die holen sich hier hin. Die sind alle schon aktiv, das ist nicht gut. Bürger, Hopliden, Hopliden, Pikiniere, okay. Dann hole ich mir zuerst den da. Okay, der baut sich so auf. Hier baue ich mich mal in Keilen auf. Ja, ich muss warten, bis der letzte unten ist. So, ja, das wird euch jetzt auch nichts mehr bringen. So, jetzt mal schauen, was da so weitergeht. So, jetzt muss ich da schauen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte. Der will mir jetzt nicht erzählen, dass er jetzt in den ganzen Tumult doch die Phalanx aktivieren konnte. Das ist so ein Schmarrn. Aber okay. Das ist nicht realistisch. Bitte auf die Pikiniere feuern. Wo ist. Nein. Le General, bitte nicht. Unser General wird angegriffen. Ja, Kommandant. Befehl verstanden. Hopliten, Amelter. Befehle? Hey! Söhne des Ares! Vorwärts! Zerstückelt sie! So, sind die fertig, ja. So, hier geht es jetzt schon dem Ende zu. Das ist sehr schön. So, wieder zurück. Kavallerie geht auch zurück. Männer wanken. Jetzt General zurück. Ja, jetzt drehen die sich um. So, bitte einmal komplett motivieren. General! Möge Hagen und Land ihre
Haken. Da muss man immer aufpassen, wohin die Pikiniere jetzt hinschauen. Ein bisschen troublig. Ja, das war sehr clever von euch. Lauft. Raus da. Ich gehe mal ein bisschen raus, damit ich sehe, wohin sich die Einheiten wenden. Aber die Pikiniere vor allem. Speerkämpfer ist ja nicht so das Problem. Das war so klar. Gut, Das war so klar, dass jetzt der General fällt, obwohl er hier hinten ist, ne? Das ist scheiße. Und hier wurde ich halt komplett überrascht. Gut. Wo kommen denn jetzt seine Einheiten her? Okay. Funny, das ist nur der Mob, als ob meine Einheiten da wanken würden. Okay, es ist fertig. Jetzt muss ich sehr schnell handeln. Ach du Scheiße. Gut, und natürlich ist mein General gestorben. Einfach so. Alter, wie viele Fernkampfeinheiten hat der denn? Der löst jetzt meine komplette Armee auf. Junge, das war ja ein Epic Fail hier. Alter Schwede. Junge. Ja, das. Und natürlich ist mein. Ja, das mit dem General stört mich immer noch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, denn. Das ist eine krasse Armee, die jetzt gerade vernichtet wird. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oioioi. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich muss hier einfach durchreiten und hier diese ganzen Fernkämpfer angreifen. Ja, ich weiß, das ist übertrieben. Und bitte alle Volldampf machen hier. Alter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, es ist gerade sehr schändlich. Kavallerie!
Befehl. Auf Liegen bereit. Eure Befehle? Bereit. Herr Tigos. Fünfte Kavallerie. Auf Liegen. Doppelte Geschwindigkeit. Liga Makedonien. Jetzt kann ich halt mit der Einheit vom General ein bisschen aggressiver reingehen, weil ich habe ja keinen General mehr. Das ist der Vorteil jetzt. Wenn ich hier noch irgendeinen Vorteil erreichen kann. Aber eigentlich nicht. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, überhaupt nicht mehr. Also das geht gar nicht mehr. Die Schlacht kann sich gar nicht zu unseren Gunsten. Ah, Scheiße. Warte, fortfahren. Der braucht nicht mehr anzugreifen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, die Kavalleristen, die holen sich noch ein paar Kills. Alter, wie konnte das denn so krass in die Hose gehen? Ja. Ich habe die Armee vergessen, die hier hinten gelandet ist. Also ein Teil ist ja hier gelandet. Mit denen habe ich mich die ganze Zeit beschäftigt. Hier vorne war die Garnisonsarmee. Die hatte ich ja relativ schnell. Und dann kam seine Armee kam hier noch hin. Also mir in den Rücken quasi. Alter, das war bitter. Das war extrem bitter. Wow. Also 8 Einheiten, würde ich sagen, habe ich verloren. Verluste 1400 von 1800. Junge. Ja, edler Tod, der war richtig, richtig gut. Uiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ja, Rang 7. Es ist halt richtig, richtig bitter. Gut, ich nehme natürlich wieder einen von mir. Der ist gut. Alter Schwede. Okay, Kavallerie habe ich keine verloren. Ich habe nur sehr viele Pikiniere verloren. Ich pump mal jetzt Einheiten, auch wenn ich die nicht behalte. Also ich werde natürlich aufrüsten dann auf die besseren Pikiniere und so weiter. Junge, 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 das hat richtig, richtig weh getan. Richtig weh getan. Gut, also 34. Warte, dann würde ich sagen, nehmen wir das da noch schnell ein. Und dann, sehen wir uns die nächste Runde. Ne? Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.